der Tod zuallererst. Und das Leben ist der Tod. Daniel Sperry to jeden z najważniejszych artystów świata. Jego twórczość wpisuje się w dużą historię sztuki. Jest to artysta bardzo dojrzały, równocześnie artysta niezwykle młody. Rzadko się zdarza, żeby człowiek 85-letni był cały czas twórcą nadążającym za aktualnymi tematami tego świata. Daniel Sperry towarzyszył różnym ważnym ruchom historii sztuki, między innymi Fluxusowi, Nowemu Realizmowi i wielu innym takim sytuacjom, które miały własny program i własne idee, ale on zawsze potrafił wobec tych mocnych pozycji, mocnych przekonań pokazać własną strategię, pokazać własny komentarz i zachować bardzo wyraźną indywidualność. Najsławniejsza seria w jego twórczości to są zamrożone stoły po posiłkach, kiedy jak gdyby całość zdarzenia, a właściwie ślad po zdarzeniu, zostaje na zawsze utrwalony. I to są prace, które można powiedzieć najbardziej rozsławiły jego twórczość i można je zobaczyć w bardzo wielu muzeach świata. Również Mozart ma w swojej kolekcji taki stół Daniela Sperry. Każdy z tych stołów stanowi ślad po konkretnej akcji performatywnej. Dlatego też w ich tytułach znajdują się miejsca oraz daty przeprowadzonych przez Sperry'ego kolacji. Pierwsze stoły pułapki powstały podczas performansu w paryskiej Galerii J, kiedy na 10 dni zamienił on przestrzeń galerii w restaurację. W rolę kelnerów wcielili się krytycy sztuki, a sam Sperry został kucharzem. Rozróżniamy dwie wersje stołów pułapek. Pierwsze z nich stanowią relikty po akcjach It Artu, drugie są symulowanymi stołami pułapkami, czyli kompozycjami od podstaw stworzonymi przez artystę. Eigentlich ist der Moment des Aufhörens das Wichtige beim Tableau Piège. Also, dass ich plötzlich sage, stopp, jetzt wird das wie eine Fotografie, ist eigentlich auch eine Form von Tod. Es geht nicht mehr weiter, es ist ein plötzlicher Stillstand. Durch das Kochen haben wir sehr viel Zeit gespart, weil das Kochen ist eigentlich ein Vorverdauen. Rohessen braucht sehr viel mehr Energie, um es zu verwandeln. Hingegen Kochen ist schon halb verdaut. Durch diese Energie, die wir gewonnen haben, durchs Kochen, konnten wir sehr viel mehr ins Hirn Energie geben. Und dadurch konnten wir sehr viel mehr uns eben auf Religion, auf Philosophie, auf Kunst beschränken. Aber das alles sind Krankheiten. Eigentlich hat man schon immer Darstellungen von Essen. In der ganzen Kunstgeschichte hat man das immer. Beim jüngsten Gericht zum Beispiel oder die holländischen Stillleben, die berühmten und so. Das war immer ein Punkt, wo es auch, wo man zeigt, wie das stehen bleibt. Aber es war immer eine Lüge, weil auf zwei Dimensionen werden drei Dimensionen vorgetäuscht. Im Stillleben, da denkst du, es geht tief hinein. In meinem Fall geht es hinaus. Daniel Sperry to człowiek, który wszędzie, wręcz kompulsywnie zbiera różne przedmioty, często przedmioty, które są śmieciami po człowieku. Ma ogromną kolekcję, ma ogromny magazyn, gdzie te rzeczy są segregowane pod kątem, można powiedzieć, słownikowym. On tworzy własny słownik, z którego następnie buduje bardzo różne teksty. Wszedłem moim synkiem do magazynu, bo miał olbrzymie magazyny z różnych rupieci, z różnej proweniencji. Panował dziwny porządek, tylko znany artyście, bo nie wiem, jak można było się połapać w tych tysiącach obiektów, które tam miał porozkładane na półkach.
mój 4-letni synek był zafascynowany tym światem i Daniel chciał go jakoś obdarować, ale co brał do ręki i chciał dać mojemu Federico, natychmiast zamieniało się w ręce Spuerego w obiekt tak cenny, że odkładał go z powrotem na półkę. Ja w akcie desperacji w którymś momencie wyrywałem jakąś taką godzillę plastikową bez głowy Danielowi z ręki i dałem mojemu synkowi, ponieważ on już był, miał oczy pełne łez. Daniel jakby nie był w stanie się rozstać z żadnym z tych kalekich obiektów. To było niezwykłe. Jak bardzo mocno działa wyobraźnia Daniela, taka magiczna wyobraźnia, która właśnie jest wspólna dzieciom i artystom. Coś, co nie przedstawia sobą jakby żadnej wartości, w ręku artysty staje się dziełem sztuki. Immer auf den Flohmärkten. Es gibt immer so eine bestimmte Sorte von Objekten, die mich fasziniert. Aber ich habe nicht ganze Situationen. Eigentlich sind das wie Tableau-Piège. Es sind vorgefundene. Nicht ganz exakt, aber in etwa sind es. Deswegen ist immer der Hintergrund der Boden vom, und wo der Parkingplätze sind ja so angezeichnet, nicht? Und da sind am Flohmarkt, breiten sie die Sache aus und am, gegen Abend 6 Uhr, bevor sie nach Hause gehen, sagen sie, das interessiert mich nicht mehr, das lassen sie liegen. Und da kommt ein Lastwagen und räumt alles zusammen und putzt wieder diesen Parkplatz am Samstagabend in Wien zum Beispiel. Und da habe ich immer das Allerletzte, wollte ich zeigen, dass in dem Allerletzten noch eine ästhetische Qualität. To kolekcjonowanie tych kalekich przedmiotów i jakby tworzenie z tego dzieła jest jakby próbą ocalenia tego, jakby tego, co miałoby, jest skazane na unicestwienie. To wszystko się dzieje przeciwko temu światu naszemu konsumpcyjnemu, takiemu używaniu przedmiotów i wyrzucaniu. Mich interessiert eben nur eine Frage ganz hauptsächlich. Warum sind wir auf der Welt und was hat uns zu Menschen gemacht? Warum sind wir als einzige, vorläufig gibt es auf dem gesamten Universum, weiß man von keinen anderen Phänomenen als von uns als Tieren, die zu Menschen geworden sind. Warum? Und ich glaube, eine der Antworten wäre, weil wir uns selber wahrnehmen. Also wir haben ein Selbstbewusstsein. Wir wissen, dass wir existieren. Ein Tier ist intuitiv, ist instinktiv, aber es weiß nicht, dass es ist. Es gibt sich keinen Namen. Eigentlich sind die Namen das Wichtigste. Und das macht uns endlich. Wir wissen, dass wir endlich sind. Nach uns aufhört. Und deswegen machen wir furchtbares Theater um das Nachher und erfinden Götter und Religionen und was weiß ich und sind, und dann kämpfen wir auch. Alle Kriege sind immer im Namen einer Religion und im Namen eines Gottes. Und weil wir eben dieses Bedürfnis haben, zu glauben, dass es noch ein Nachher gibt, aber wir wissen ganz genau, dass es kein Nachher gibt. Wir sind endlich. Und diese unglaubliche Angst macht, dass wir alles erfinden. Das ist alles ein Märchen. Im ganzen germanischen Sprachraum ist das eine Tradition, der eigentlich von Holland herkommt. Früher haben die reichen Leute Delfter Kacheln in den Küchen gehabt. Und ärmere Bevölkerung, die keine Kacheln kaufen konnten, weil das war teuer, in den Küchen von den Adeligen waren Kacheln. Die haben dann diese Tücher, auf Deutsch heißen sie eigentlich Wandschoner. Das heißt genau, weil sie eben von diesen Kacheln herkommen. Die Frauen, die waren natürlich auch allein zu Hause, währenddem die Männer in der Kneipe waren. Und da haben sie eben diese verlogenen Sprüche gemacht.
gute Hausfrau hält den Mann im Haus. Dumme Sprüche eigentlich. Und diese Tücher habe ich gekauft und die Worte ausgeschnitten. Hunderte, ich habe ganze. Und dann habe ich sie neu zusammengesetzt zu Sätzen, die hoffentlich immer so zweideutig sind. Ich lasse immer etwas offen so. Der Tod ist eigentlich allgegenwärtig in meinen Sachen. Deswegen verstehe ich auch, dass ich nicht erfolgreich bin, um an die Wand zu hängen als Dekor. Ich bin kein dekorativer Künstler. Mich interessieren die Werke nicht mehr, wenn sie fertig sind. Ich will nur irgendetwas damit ausdrücken, dass die Werke dieses Problem beinhalten. Aber es ist ein Problem, das nicht gelöst ist. Es wird auch nie gelöst werden, weil das Universum einmal zusammenbricht. Und wir sowieso, wir sind eine sehr kurze Zeit. Wir sind erst seit 2 Millionen Jahren auf der Welt und in weiteren 2 Millionen, vielleicht sehr viel schneller, werden wir wieder verschwinden.